Salle, Hallöchen und herzlich willkommen hier da unten zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 17 Experimental hier. Freut mich, dass du dir eingeschaltet hast. Wie letzte Folge gesagt, ich glaube, wir machen den mal direkt ganz hier, das kostet ja nicht so viel. Wie letzte Folge gesagt, Zoe-Sauung wollten wir machen. Es rennt darum, ein Hase. Ich wollte gerade sagen, was flitzt so. Als erstes werden wir hier die Bude leer machen. Was ist das? Shamway oder was? Das Gefängnis da hinten. Harry Harrys. Bier denn, möchte ich erstmal nicht rein. Nicht ohne Schusswaffe. Da sind auf jeden Fall Bären drin, das weiß ich. So, wie viel Zeug haben wir schon dabei? Eine Schiene, können wir immer mal gebrauchen. Okay. Das andere Zeug schmeißen wir jetzt mal raus, wie das hier und das. Das interessiert eh keinen im Moment. Wir brauchen unbedingt Steine und dann müssen wir bald mal Tag 3, Tag 4... Was haben wir heute? Machen wir noch nicht. Da werden wir weiter looten gehen, aber spätestens nächsten Tag. Ich stehe da schön. Da hinten. Kommt da schon angelatscht. Und da. Ah. Schwein gehabt. Nix aus dem Gebüsch. Sagen wir hier. Knapp. Komm mal aus dem Gebüsch hier. Bin wohl. Da steht auch noch einer rum. Ist wieder das, was ich meinte, ne? Letzte Folge kaum was los und jetzt hier überall alles voll. Liegen bleiben. Ah. Haben wir hier irgendwie Zombie-Polonaise oder was? Komm, mein Freund. Komm, komm, komm. Nella. Aber weg ist weg. Da haben wir Ruhe. Oh, wir haben nichts zu essen bei, sehe ich gerade. Wir haben nichts zu essen bei. Das ist nicht gut. Eine schiebt seinen Kumpel durch die Gegend, weißt du? Liegen bleiben. Haben die denn jetzt alle her? Jetzt ist die Alte wieder weg. Da können wir auch nochmal drin gucken gehen. Also, wir haben viel zu tun. Der liegt wieder hier rum. Hier liegt rum. Da noch wer? Nein. Sag mal, wie viele liegen denn hier drin rum? Aber guck mal. Shamway. Haben wir was zu essen? Wo kamen die jetzt alle her? Waren die alle noch hier drin oder was? Liegen bleiben. Erst gucken, ob hier Ruhe ist. Da liegt noch einer, da liegt noch einer. Ach, ist das schön. Da ist schon ein bisschen Melee-Damage-Skill und so weiter. Oh, zwei ineinander. Wenn man ein bisschen Melee-Damage-Skill und so weiter, ne? Dann fallen die super einfach um. Muss ich ja mal sagen. Guck, da kommt der Nächste. Ja, ey, hier. Voll der Coole, weißt du? Was kann's denn? Was macht er da? Was macht er da? Zombie-Aerobic! Zombie-Aerobic, wie geil ist das denn? Instant am Anfang hier. So, so muss das sein. Zombie-Aerobic. Und hoch das Bein, und hoch das Bein. Wie geil. Schön. Ach, schön. Gut. So, wo liegt noch einer? Da hinten der. Oh, hier. Heck. Dass die immer so fliegen, ne? Nicht lustig. Keine Ahnung, warum die so fliegen. Mein Bein! Meine Fresse! So, jetzt müsste hier Ruhe sein. Drei. Können wir alles einsammeln. Das können wir direkt zerlegen. Hier reingucken. Ihre Gläser können wir auch immer mitnehmen für Wasser. Kein Bier. Bier ist verboten. Nehmen wir alles mit. Mit, nehmen wir mit. Immer noch. Nehmen wir mit. Ist hier drin. Papier. Jawohl. Brauchen wir, glaube ich, später für Munition, ne? Honig. Wohl, ne. Hier, ja. Den richtigen, ne? Also so richtig morgens beim Frühstück. Nee, danke. Ich bin überhaupt kein Honigesser. Mochte ich noch nie. Ah, wer ist denn da schon wieder? Wo kommst du denn her? Luise. Flossen weg. Wo kommst du denn her? Du Kleine, du. Unglaublich. Unglaublich. Immer. Immer. So, können wir ein bisschen kloppen hier. Da können wir mal gucken, ob wir den nächsten Miner hinkriegen. Papier nehme ich auch. Das muss eh repariert werden. Wollen wir mal gerade gucken, was brauchen wir für den?
Hier nicht. Ranged Weapon Damage und Genauigkeit. Mir egal gerade. Und meiner 69er. Stärke 5. Wir haben gerade mal 3. 4 Bosse 20. Jetzt bei 30. Okay, das dauert noch ein bisschen. Jetzt fängt es an zu dauern. Packt Moody, schätze ich mal, genau dasselbe. Ne? Ja. Da kommen wir nicht weiter. Dann könnten wir höchstens hier machen. Oder halt hier. Metabolism, dafür brauchen wir Fortitude 3. So, wir haben es gerade mal auf 1. Aber ich muss gerade gucken, welches Level wir sind. 11, wir haben noch Zeit hier. Fortitude plus. Punkt. Auch nochmal ein bisschen mehr Leben. Gerne. Vielleicht finden wir hier irgendwo was zu essen in den Kisten. Wäre ganz praktisch. Verrottetes Zombiefleisch. Spalten. Weg mit dem Zeug. Wir haben 12.50 Uhr. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Aber die nächsten sind ja auch nicht so groß. Mal gucken, dass wir was Vernünftiges finden. Ja, offen das Ding. Ach, hier sind wir. Okay. Nur noch einmal drumherum. Ta-da-da. Benutzen. Nutzen. Zerlegen. Oh. Ruhe. Unglaublich. Unglaublich. Kommt da. Der nächste. Ich sehe doch schon den Schatten da oben links in der Ecke. Da krabbelt irgendwer rum. Habe ich es doch gewusst. Ruhe. Sag mal, vorher haben die aber nicht diese Saltos gemacht, ne? Machen die erst, seitdem ich das geskillt habe. Ich meine, es sieht cool aus, ja, aber das so sein soll? Egal. So. Sehe ich noch schön das Bild vom Brecheisen, womit du es aufmachen kannst. Aber sowas gibt's ja hier gar nicht. Niemand. Okay. Guck mal hier. Ja. Und hier. Weißt du, so eine Riesenkiste und dann ist da drin ein Glas Bier und ein Glas Wasser. Oder nur ein Glas Bier. Unvergammelte Sandwiches, toll. So, was haben wir hier? Nägel. Mülltonne. Können wir auch nehmen. Pfeilspitze aus Eisen. Okay, das kann zerlegt werden. Das kannst du fallen lassen. Schade, dass wir noch keine Forge gefunden haben, ne? Das wäre richtig cool gewesen. Den hier machen wir jetzt mal weg. Der nervt mich. Der hat so viel hier verdeckt. Aus dem ganzen Geäst kamen im laufenden Meter die Zombies. Das nervt. So. Oh, 10 Sekunden noch. So. Guck mal, wie schnell der weggeht und wie viel Ausdauer wir noch haben. Echt gut. Echt gut. Oh. Federn gehen auch immer. Mal hier vielleicht noch irgendwo. Da hinten sind noch ein paar Häuser. Haben wir da schon? Nein. Dann müssen wir da mal gucken gehen. Da kommen sie doch alle wieder. Da kommen sie alle wieder. Ich sehe schon 3 Leute, die da aus der Gegend gerast kommen. Komm, wir machen gerade die Steine hier weg. Wenn wir die weg haben, Planänderung. Dann gehen wir erstmal nicht rein. Gehen wir da hinten gucken, was da ist. Vielleicht finden wir da noch was Schönes. Wir müssen eh noch leveln. So, gehen auch noch. Gucken, wie viel Stein wir dann haben. Ich glaube, wir machen die erste Rampe aus Holz. Das kriegen wir schneller und einfacher als die Steine. Müssen wir nicht noch lehmige Erde und so sammeln. Sollte reichen. 141 ist jetzt nicht die Welt, aber reicht. Holze mal auch. Voll daneben. Hier hin. Bitte geben Sie mir Ihre EP. Aber geht's noch? Zappel Philipp.
Ah ne, das hier war Zappelphilipp. Und die 50% extra Schaden am Kopf merkt man jetzt schon ganz gewaltig. Ich. So, da wollten wir nicht hin, wir wollten hinten hin. Zu den Häusern da. Vielleicht finden wir ja ein Fortschäuschen. Wäre sehr erstrebenswert. So, gucken wir mal. Wo ist ein ganzes Haus, ne? Ist die Straße, sonst ist hier nicht viel, muss ich sagen. Egal, wir gucken mal. Ruhe. Hast du das gesehen? Hinten rennt noch einer rum. Freistrom. Ich glaube, das ist wieder so ein großes Haus, ne? Juhu! Mutis Pfiffikus. Wie geht's, wie steht's? Weißt alles und auch das Gegenteil davon, ne? Ja, natürlich die Pistole zu Hause gelassen, ne? Hätte ich gesagt. Wir. Warum tue ich den eigentlich schon wieder reparieren? Bin ich bekloppt? Sonst hätte ich gesagt, wir tun gerade. Mal rumballern. Und gucken, was da so alles aus dem Haus rauskommt. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Essen, trinken, alles voll. Sehr gut. Weil wir haben ja keine Ahnung, ob wir hier auch wieder einen Keller haben, wo wir durchfallen. Gehe ich einfach mal von aus. Durchfall hast du immer. Oh, was ist denn das? Schade. Türe steht offen, das ist ja schon verdächtig hier. Komm her. Wenn du was hörst, immer direkt gucken. Direkt gucken. Hinten ist noch was. Noch was? Ein Vogelnest. Lass mich zu schnell ablenken. Noch ein Vogelnest. Nice. Was denn hier? Der verschwindet. Geier Walli! Oh! Geh weg! Blödes Kackvieh. Da kommen sie alle. Yeah. Komm. Weißt du, wenn du ihn anguckst, ne? Da kommt auch noch einer irgendwo. Ohohoho, wo ist der denn hingeflogen? Wo ist der hingeflogen? Da kommt einer gelatscht. Da hinten springt. Sag mal. Jetzt mal still. Noch ein Geier irgendwo. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt zwei, okay. Ja. Das ist der Wackeldackel-Dance, ne? Hui. Also so langsam geht das. Bam. Bam. So. Ich glaube, wir haben es jetzt schon geschafft und alle sind tot. Wir waren. Da oben ist eine Shamway-Kiste. Was ist hier? Müll. Einfach nur Müll. Oh. Geier, komm her. Hui. Geier-Weitwurf. Geier-Weitwurf hier. Guck mal, ist das eine Horde oder so? Kann das sein? Gucken, was hier drin ist. Ich glaube, wir sind krank dadurch, die Geier. Toll. Papier. Wahnsinn. Wahnsinnskiste. Hey, bleib mal hier. Ich glaube, das ist eine Horde, oder? Zumindest die Reste davon. Ja. Läuft hier noch mehr? Nö. Ich sehe. Das ist ein Hirsch. Alter, doppelten Schaden und der ist nicht tot. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Weg. Ist wieder nix. Ich hasse es. Ich hasse es. Da hinten läuft er. Komm, komm, komm. Mein Freund. Ey, komm, der rennt immer noch weiter weg.
Ist er jetzt tot umgefallen oder was? Ne, da steht da. So. Aus die Maus, mein kleiner Hirsch. Aus die Maus. So. Plupp. Okay. Wir sind überladen. Esse. Super easy, haust du da die ganzen Zombies um. Einschlag tot. Und hier, haust du nur im Dreck rum. Nein, ich will einen Stein. Vielleicht finden wir nochmal einen Bär hier irgendwo. Das wäre auf jeden Fall lustig. War noch wer? Nein. Dann gehen wir jetzt doch hier gucken, weil überladen durch das Haus da krabbeln wollte ich nicht unbedingt. So. Gucken wir mal. Munition. War hier schon drin? Nein. Juhu. Sag mal. Krabbelst du hier auf dem Tisch rum? Bist du bescheuert? 10 Pfeile. Wrench, gerne. Noch mehr. Das ist doch ein Diner hier. So haben die nur Waffen überall in den Schränken. Oh. Komm mal weg, du. Sehr gut. Wo kommst du jetzt her? Weißt du, das kannst du auch nur auf meinem Schwierigkeitsgrad machen. Insane wäre ich jetzt sowas von tot gewesen. Okay, kriegen wir den auf. Selbst wenn, wir haben keinen Platz mehr, ne? Ja. So, wo kam die Alte jetzt wieder her? Oh hier, da liegen sie wieder faul in der Gegend rum. Die Hippies. Unglaublich, ey. Guck, im Fallen. Im Fallen klatscht der die noch an. Autos können wir mal da durchsuchen. Dies können wir auf jeden Fall machen. Shotgun. Ja. Auch mal gut. Auf. Komm, ich helfe dir. Ich mach das schneller als du. Aus wie ein Angriff der Klonkrieger. Loot! Loot! Ah. Gedroppt. Ja, danke. Rest kannst du behalten. Rest kannst du behalten. Auch zerlegen. Wo sind sie? Da. Und den Essen. Ja, komm, ess mal. Danke für die Dose. Sonst ist hier nichts drin, ne? Ne, sieht nicht so aus. Was war das Zeug? Wo sind die Gläser da? 16 Stück. Gib mal her. Du da. Ruhe. Auch schon wieder eine Menge geschafft. So, auf dem Weg nach Hause hacken wir jetzt alles um, was nicht nied- und nagelfest ist. Und fangen dann schon mal an, so ein bisschen unser Haus zu bauen. Wenigstens aus Holzrahmen. Wenn wir mal so eine grobe Vorstellung haben, wie wir das bauen. So. Sehr schön. Kommen Sie her, kommen Sie ran. Das dauert und dauert. Schlimm. So. Den Hammer. Den Hammer. So. Wir krabbeln hier rum. Aha. Voll. Jetzt der Berg kommt, sind wir sowas von am Arsch. Sowas von geliefert. Ach, hier sind die Häuser, die zusammengekracht sind, die geschwebt haben, ne? Richtig. Da sind sie.
Guck hier, Gerüst steht noch, weißt du? Das steht noch. So, wo ist der Bär? Yogi Bär, Winnie Pooh, wie auch immer. Mach dich weg im Nu. Mach dich weg im Nu. Nee, nee, nee. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Was noch? Ah. Ah, nee, das sind alles Verdorrte hier, ne? Verdörrte. Verdörrte, Dörrte. So. Auch noch voll. Oh, das hier noch weg. Das kommt noch weg. Eigentlich nicht hier. Die Bude könnten wir eigentlich auch wegmachen, ne? Braucht kein Mensch, die nervt nur. Dann haben wir hier schön Platz. Wunderbar. Kaffeesamen kannst du mal mitnehmen. Oh, das dauert, dauert und dauert. Aber okay. So ist das Leben. So ist das Leben. Es kann nicht immer alles geben. Yep. So, ich würde sagen, wir brauchen noch eine Kiste. Ja. Wir machen das hier geradezu. Geradezu. So. Warum brutzelt das eigentlich die ganze Zeit? Weiß kein Mensch. Das kann hier rein. Ja, kannst du mal brennen. Bitteschön. Oh, guck mal, die Stühle passen sogar. Nice. Der passt da drauf. Brennt gerade. Das geht jetzt nicht. Dann halt ich. So, drei Kaffeebohnen haben wir. Könnten wir eigentlich auch Rezepte draus machen, ne? Wir sagen Kaffee. Kaffeebohnen und Wasser. Was bringt ihr denn? Mach das mal. So, drei Stück. Brauchen wir mal. Will ich mal wissen. An, mach wieder aus. Flasche Wasser. Yep. Schinkerspeck mit Ei. Da bin ich glatt dabei. So, wie sehen die Kisten denn aus? Katastrophal, um es freundlich auszudrücken. Haben wir hier Federn drin? Keine Ahnung. Voll ist auf jeden Fall. Voll. Hier war da die Lebensmittel drin. Hier ist das andere Zeug drin. Dann kommt hier jetzt nochmal eine Rumpelskiste hin. Das, das, das. Hier das ganze Zeug. Honig tun wir drüben rein. Ne, der Kaffee kommt mit. So. Maiskolben auch. Federn können wir hier reintun. Knochen. Leder. Munition. Alles weg. Alles weg. Bop, bop. Den Honig hier hin. Maiskolben. Hier hin tun. Da haben wir zu wenig Platz. Wir haben zu wenig Platz. Oder wir tun den Maiskolben mal hier hin, dass es halbe-halbe ist. Eigentlich brauchen wir dann, wir brauchen nur, lass mal gerade gucken, machen möchte, nicht Wildbret, Steak and Potato Meal, Wildbret und Kartoffeln, okay. Obus, du, nee, ich wollte immer den Gemüseeintopf machen hier, den da. Da brauchen wir nicht Kartoffeln, Mais und Pilze. Die haben wir sowieso immer hier rumfliegen. Wasser kannst du dir ohne Ende machen. Das ist nicht das Problem, so. Einmal Dosenfleisch kannst du auch hier reinschmeißen. Bitte schön so. Hier Fett kannst du dahin tun. Kaffeesamen haben wir da. Okay. So, wie viel Holz haben wir? 1117. Machen wir Holzrahmen. Holzrahmen. Oh, Holzrahmen. Ach, komm her. Oh, 50 Stück. Bitte schön. Das Holz haben wir ja locker. Das haben wir locker und das geht ratzfatz. Das ist noch voll und ist am Rängen. Das passt. Gut, gut. Den können wir schon mal wegmachen, ja? Ich hol mir Sand. Ich hol mir Sand. So, das Ding muss weg. Aber wo haben wir das da gemacht? Ach, das wollten wir alles so lassen, ne? Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da rauskommt. Wir werden sehen. Really? Jetzt muss der repariert werden. Nicht wahr sein. Darf nicht wahr sein. So, 300, okay, der ist ja auch ratzfatz weg. Der hält ja gar nichts aus. So, weg damit. Weg damit.
Können wir die hier nehmen und hier hinsetzen? Würde passen. Sagen wir mal die Größe. Ziehen wir das hier einfach bam, 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 durch bis hier hinten hin. So, und hier machen wir weiter. Da darfst du wieder nicht, da machen wir noch ein Fenster hin oder was weiß ich, bis wir die Dingens los sind. Hier kommt die Türe hin. So, ziehen wir das hier so lang. Hier hast du wieder Fliegescheiße, ne? Ja. Ist mir jetzt egal. Ach, da darfst du auch wieder nicht, wegen dem Dingens, ne? So. Echt, macht der eine Zombie da echt Aerobik, ne? Saust. Saugeil. So, hier hinten muss auch noch hin. Machen wir hier die Türe hin. Na komm, stell drauf. Von mir aus auch so. So, da hinten müssen wir hin. Einfach, um das schon mal so ein bisschen, einfach nur ein klitzekleines bisschen abzustecken. Wie wir das machen wollen, hier oben drauf. Ach nee, echt eine Festung draus, ist mir egal. Wenn wir denn dann hier bleiben. Bin noch nicht so überzeugt davon, weil irgendwie ist das ziemlich klein und der Weg nachher weit. Haben wir da? Raider. Ach, da war die funktionierende Forge drin, ne? Kann das sein? Ja. Ich glaube, da war die funktionierende Forge drin. Hier ist ja Ende. Müssen gucken, was sonst noch ist. Wie weit geht's runter? Okay, runter geht's noch eine Menge. Dann eher rauf, wa? Ah, eher rauf. Also. Folgen wir demnächst mal hier der großen Straße. Müssen wir gucken. Was denn? Und die da so ein. Nicht das hier. Eine Horde oder so. Eine Wonder Horde. Eine Wonder Bra Horde. Ne, sieht nicht so aus. Okay. So, Türen. Wir brauchen Türen. Zwei Stück. Türe. Einfach Tür. Gesicherte Holztür. Natürlich. Natürlich gesicherte. Drei Bretter mit dem Scheit davor. Gesicherte Holztür. So. Und. So. Jetzt fühle ich mich gleich sicherer. Ne? Aber. Auch. So, wie viel Eisen haben wir noch? 10 haben wir hierbei. Das wird nicht reichen. Hatten doch nur die Türen hier, oder? Mal gucken. Oder war das bei meinem Privatspiel? Gute Frage. Guck mal, hier sind aber noch zwei Kochtöpfe. Die können wir auch mitnehmen. Die haben wir schon. Wir müssen nur an die Eisenwerkzeuge kommen. So. Guck, die Kochtöpfe können nämlich dazu. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Ja, da waren sie in meinem Privatspiel. Naja, was soll's. Was soll's. Wir werden das schon hinkriegen. Wir könnten ja dann so einen geschwungenen Bogenturm da hinten hinbauen. Hier irgendwo. Und dann da hinten irgendwo so einen hohen Turm bauen, wo wir ganz oben die Schmieden reinbauen. Das könnten wir machen. Da bauen wir da so einen riesen hohen Turm. Mal gucken, wie das wird. Ich bin gespannt. So, abgesteckt ist das Ganze. Ist nicht gerade klein, aber auch nicht gerade groß. Reicht für den Anfang. Dann können wir hier raus. Hier kommt dann unser Mace hin für die Horde. Mal gucken, wie es wird. Und dann bin ich mal gespannt. Tag 3 haben wir. Okay. So. Was Aufregendes gewesen. Ich würde... Wie viele Waffen haben wir? Wie viele Waffen haben wir? Lass mal gucken. Können wir schon mal für den Bearden planen. So, wir haben 9 Schuss, 9 Schuss. Hier haben wir. Gib mir die mal, gib mir die mal. Das kannst du mir alles geben. Wir haben eine Pistole. Haben wir ein Gewehr. Jagdgewehr oder so. Wir haben eine Magnum. Da haben wir noch 36 Schuss. So, es sieht nicht so aus, als hätten wir ein Jagdgewehr oder so. Da ist nichts drin. Nö, Jagdgewehr haben wir leider nicht. Schade, müssten wir noch finden. Mal hier ein Shotgun-Sam finden, ne? Oder wie er heißt.
Pack mal rein hier. Ah, nenn mich Dirty Harry, ne? Oder wie war das? Aus der Hüfte. Egal. Dann, wenn du noch Ideen hast, hau's in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.